Da bin ich wieder. Zu einer weiteren Folge von das. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folgen überhaupt benenne. So. Wii, wii, wii. Ich wollte eigentlich aktuell, wie viele wir haben. Oh ja, doch, 30 FPS. Läuft aber echt gut, ne? Ich meine, gut, wir haben dafür auch schon fast die halbe CPU-Power ausgelastet. Ob es das mit meinem Test also auch noch so gut läuft? Na, müssen wir überlegen. Aber gut, so, die muss auf jeden Fall davor. Und kleiner. Ungefähr. Ja, also diese Linie ist natürlich das auch was Geiles. Also, muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Am Anfang vielleicht ein bisschen irritierend. Aber trotzdem nicht schlecht. So. Von der Größe kann man das auf jeden Fall so machen. Was wir jetzt hier natürlich wahrscheinlich nicht haben, ist, obwohl, doch, Desktop-Audio müsste ja auch funktionieren, ne? So. Ja, das ist natürlich geil, dass das Startmenü, also normalerweise ist es halt blöd, dass das Startmenü bei dem kleineren Monitor angezeigt wird. Aber in dem Fall, dadurch, dass wir es jetzt gerade aufnehmen, ist das dann natürlich schon ein Vorteil. So, also siehst du, genau, wir können jetzt erstmal direkt die Aufnahme starten, um zu gucken, wie eigentlich das die CPU hittet. Das hittet die CPU oben doch relativ stark. Aber gut, ich mache mal, damit wir es hier besser überblicken können, ändere ich mal das Design. Ungefähr so. Dann sehen wir nämlich hier insgesamt, wie viel insgesamt ausgelastet ist. Und dann sehen wir hier, ist bloß noch ein bisschen Reserve frei. Also da ist nicht so viel. Und da noch Action im Bild drin ist, ich glaube, dann haben wir mal, ja, richtig verkackt. Ja. Oh, ja, und der bricht doch schon drastisch zusammen. Wir haben bloß noch 8 Bilder pro Sekunde. Upsili. Da sollte ich die Dinger vielleicht doch mal ein bisschen runterdrosseln. Auf. Achso, jetzt auch wieder das Ding hier. So. Eigenschaften. Oh. Da hat sich die Kamera schon direkt aufgehangen hier. Sehr geil. 15 Bilder pro Sekunde und die schalten wir mal um auf. Auch. Oh, die kann gar keine 15 Bilder pro Sekunde. Na, dann hoffen wir mal, dass 30 Bilder pro Sekunde gut sind. So, ah, siehst du schon, ich nehme die CPU drastisch runter. Das hat doch was bewirkt, auf jeden Fall. So, machen wir hier nochmal Aufnahme beenden und nochmal OBS schließen. Damit sich die Kamera wieder einrenkt. Hoffentlich. Eieiei. Ah, okay. Jetzt, genau, jetzt läuft die Kamera wieder. Jetzt läuft alles sehr flüssig. Oh, ja, läuft ja echt gut. Holy shit. Aufnahme starten. Wobei die CPU ist wieder relativ hoch, ne? Warum? Eieiei. Auf 10 Bilder runtergehen, das ist. Warum bietet die Ding keine 15 Bilder pro Sekunde? Oh. Ja, Capture Card hat sich doch direkt wieder aufgehangen. Okay, das ist wirklich eklig. Wir machen mal JU24, ist sowieso so der Standard. Wobei ich weiß gar nicht, JU oder JV, was waren das nochmal? Also ist beides letztendlich das gleiche. Nur die Reihenfolge der Bits ist halt anders. Dass man dabei jedes Mal beenden muss. Holy moly. Also dieses Video Capturing unter OBS läuft hier wohl nicht so stabil. So, jetzt haben wir. Okay, jetzt haben wir schon mal wesentlich weniger CPU-Auslastung im Idle. Jetzt die Aufnahme starte. Geht so auch erstmal drastisch hoch. Mal gucken, wie sich das Ding dann über die Zeit verhält. Ja, wir haben bloß ein bisschen mehr Reserve. War es natürlich. Weißt du was? Wir schalten beides mal auf 10 Bilder pro Sekunde runter und dann lassen wir das Ding auch mit 10 Bilder pro Sekunde laufen. Das sollte eigentlich ausreichen. Oh. Schon hat sich USB kurz verabschiedet. Okay. Ach ja, die Kamera hängt ja direkt am USB-Port dran. Ne? Das heißt, da wird wieder ganz USB zurückgesetzt.
Ja. Okay. Ja, nee, das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss die Kamera definitiv über den USB-Hub laufen lassen, sonst haben wir wieder genau das Problem, dass USB immer wieder abgebrochen wird. Ich hoffe mal jetzt, wo beides auf 10 FPS eingestellt ist, also mal OBS beenden. Jetzt, wo beides auf 10 FPS eingestellt ist, dass das Ganze etwas besser läuft. Wir können das ja mal gucken mit dem Quick Video for Linux. Unterhaltungsmedien. Quick Video for Linux. Und Unterhaltungsmedien, Quick Video for Linux. Dann lassen wir parallel mal hierüber beide Kameras laufen. So, du kriegst die. Was? Achso, muss ich jetzt mal einschalten. So. So, du kriegst die zwei. Wir machen das. Wir machen das. Und wir machen. Wo war denn die Framerate? Also, erstmal Audio brauchen wir gar nicht. Framerate da. 10. So, und hier einmal das gleiche. Hat er schon 10? Okay. Kein Audio. JUV. Also ist er wieder hochgegangen auf 30, klar. Jo. Das sieht gut aus. Und jetzt wird's spannend. Das sieht nicht so gut aus. Ach so, das kann jetzt aber daran liegen, dass die Ausgabe nicht funktioniert. Ja. Du gehst mal kurz weg. Und bitte kein OpenGL benutzen. Oh ja. Schon spackte USB wieder rum. Das ist actually nicht so geil. Unten. Auto ungültiger Dateideskriptor. Da hat sich der USB-Bus verabschiedet. Jetzt ist die Frage. Reicht Power nicht aus oder bricht der Controller ab, weil die Gesamtbandbreite zu knapp wird? Weil ich meine, am Strom kann es jetzt nicht liegen. Das Ding hat, wie gesagt, 50 Watt. Also, von daher sollte das, nein, kein Problem sein. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ich schalte mal kurz die beiden USB-Dinger nochmal ab hier. So, jetzt funktioniert auch die Maus hoffentlich. Nö. Okay. Gut, das Gute ist aber zumindest, dass die SSD noch funktioniert, weil die läuft ja auch über USB. Das heißt, der gesamte Controller auf dem Raspberry Pi an sich scheint sich nicht verabschiedet zu haben. So. Aber ich habe immer noch keine Maus. Okay. Sehr interessant. Hat sich gerade der USB-Port verabschiedet oder was? Kann doch gar nicht sein. Sehr interessant. Gut, dann hänge ich mal die Maus und die Tastatur direkt an den Raspberry Pi dran. Die brauchen halt zum Glück nicht so viel Strom. Autsch. Brauchst ja Waffenschein für. So. Dann du einmal daran. Und du einmal daran. Nein, nee, funktioniert aber echt immer noch nicht. Aber wenn sich der USB-Subsystem, wenn sich das USB-Subsystem beim Raspberry Pi verabschiedet hat, warum funktioniert dann immer noch die SSD? Weil die läuft ja auch über USB so. Kann ich jetzt irgendwas invoken? Alt-Druck S? Nö. Das heißt, Alt-Druck B geht auch nicht, ne? Nö.
Das heißt, wir müssen einmal kurz den Raspberry Pi Hard abschalten und wieder hochfahren lassen. Eieieiei. Sachen gibt's, die gibt's ja nicht, ey. Das ist so ein Problem, auch, das hätte ich echt nicht gedacht. Dachte, mit dem Powered USB-Hub sind die Probleme alle weg, aber der Raspberry Pi scheint echt USB so schwach zu sein, dass er nicht mal zwei Capture-Cards gleichzeitig handeln kann. Selbst wenn die über einen gepowerten USB-Hub laufen. Das ist halt schon echt. Das ist natürlich schon echt fies. So, es funktioniert. Es geht mit Maustastatur natürlich wieder. Klarer Fall. Also ist nichts abgebrannt. Ist klar. Wenn der Chip durchgebrannt wäre, dann hätte die SSD auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Also. So. Nee, wir brauchen dieses Quick Video. Und Quick Video. So, schalten wir nochmal die Capture-Karten ein. So, und öffnen die mal. 0. Und bei dem anderen die 2. Achso, ja, falls sich jemand wundert, warum das hier immer 0 und 2 ist. Jede Karte, also zumindest alle Karten, die ich bisher hatte, bilden immer zwei Geräte ab. Einmal das eigentliche Video-Device und einmal irgendwas. I don't know. Und deswegen hast du quasi für jede Karte, die du ansteckst, hast du immer zwei Devices und du musst immer das erste davon nehmen. Ne? Also 01 musst du die 0 nehmen. Das ist denn in unserem Fall die HDMI-Capture-Karte, müsste das sein, glaube ich. Und 23 ist halt die 2 und das ist dann der andere. Genau, das ist ja hier unsere Kamera, die da oben hängt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt laufen nur die beiden Kameras über das USB 3.0. Bin mal gespannt, ob das jetzt etwas besser funktioniert. Vor allen Dingen, ob jetzt auch immer wieder unsere Maus und Tastatur mit abkacken. Dürfte jetzt eigentlich nicht der Fall sein. So die Theorie. Also ich muss ja erst das auswählen. Und jetzt das auswählen. So. Achso, ja, ich muss, by the way. Raus. Und erstmal hier OpenGL deaktivieren. Sonst können wir eh nur eine Kamera gleichzeitig gucken. So, und jetzt hier die zweite Kamera. Da genau das gleiche Spiel. JU12. 10 Bilder. HD. Ach, okay, also FPS muss ich mal immer als letztes einstellen. Oh, und abgekackt. Ja. Oh, und Maus und Tastatur hängen sich tatsächlich auch schon wieder auf. Das ist ja kranke Scheiße. Hallo? Ich will das Fenster schließen. Hey! Schnell schließ das. Verdammt. Alt F4. Komm zu mir. Ich geb dir Bier. Was? Schnell, los, reagier! Hallo? Hallo? Hey! Ich meine, ich könnte einfach eine Capture-Karte abschalten. Let's go! So. Okay, also funktioniert auch. Warum funktionieren nicht beide Capture-Cards gleichzeitig? Das heißt, dann ist es gar kein Fall von, dass die Spannungsversorgung zu klein ist, sondern wirklich einfach, dass der Raspberry Pi echte Gacke ist. So, dann gucke ich mal ganz kurz USB-T. So, dann würde ich jetzt mal gerne wissen, mit was ist der Hub angebunden? So, der Hub ist mit 4. Achso, hier oben ist ja. Ja, okay. So, 5 Gigabit, 5 Gigabit. Okay. Das heißt.
Ah, verdammt, okay. Das heißt, die beiden USV-Karten, da sie beide jeweils nur USB 2 haben, laufen die gar nicht über den USB 3-Controller, sondern laufen direkt wirklich über den USB 2-Weg. That's some bad shit. Natürlich richtig traurig. Weil ich jetzt den zweiten dazu schalte, dann läuft der definitiv auch, genau, läuft der auch mit US über den USB 2-Port. Und das ist jetzt nämlich wieder die Knackstelle. Dann könnte es also wirklich ein Bandbreitenproblem sein. Wobei es aber trotzdem nicht sein dürfte, weil die laufen ja beide nur auf 10 FPS. Das heißt, mit extrem wenig Bandbreite. Also, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich mache mal dieses MJ-Pack. Da hat man nochmal wesentlich weniger Bandbreite, weil die Bilder nicht im Rohformat gesendet werden, sondern encodiert gesendet werden. Vielleicht bringt das was. Ich hoffe mal, ich kann das auch bei OBS auswählen. So. Achso. Badabum. 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 So. Genau. Fingercrossed. Okay, das klappt. Ist natürlich eine super schlechte Qualität, weil hier sieht man hier richtig. Richtiges Gekrissel, weil das Ganze halt, ja, JPEG-Bilder sind. Und keine Rohdaten mehr. Dafür ist natürlich unsere Bandbreite wesentlich geringer, unsere CPU-Auslastung wiederum höher. Weil er keine Rohdaten bekommt, sondern JPEG-Bilder, die er also jedes Bild erstmal dekodieren muss. Ist das ein Trauerspiel? So, dann schauen wir mal nochmal bei OBS rein. OBS Studio. Ah ja, geht ja nicht. Wir müssen ja mit die Option starten. Verdammt nochmal hier, das ist ja euer Kacki. So. So. Kamera, Eicher, ja. Motion JPEG. Okay. Eigenschaften. Gut. Motion JPEG kann man zum Glück aktivieren. Auch bei der zweiten war es schon aktiviert. Okay. Achso, ne. Hä? Ich möchte nur dich. Wie sagt der weiter ausgewählt? Boah, Alter. So, hier. Motion JPEG. Okay. Ich will nur die untere auswählen. Was ist los mit dem? Motion JPEG. Okay, so. Haben wir zwar ein scheiß Bild, aber zumindest hoffentlich funktionierendes System. Achso, ah doch, geht. So, wir machen das hier nochmal. Okay. Als allererstes ist erstmal wichtig: Systemwerkzeug GCRLM, damit wir wissen, wie das System dabei mitspielt. Das ist jetzt immerhin, naja. Ach so, hier die Anzeige lief, ist natürlich Quatsch. Erweiterungen, Fensterinhalt meine ich doch, CPU einrichten. Hier brauchen wir jetzt N. So, okay. Jetzt ist das schon wieder aussagekräftiger, die Prozentwerte hier. So. Wir haben aber immer noch 30 FPS. Das muss ich noch einstellen. Dazu kam ich ja nicht mehr. Erweitert. Nee. Video. 10.
Wobei 10 halt schon echt wenig ist. Aber mal gucken, wie es so läuft. Ja, doch. Ich meine, jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber zumindest schön. So, ich jetzt noch kurz das Terminal, damit, wenn ich das Terminal wieder öffne, ich den Befehl direkt als erstes habe. Das ist ja schlimm, immer diesen Befehl rauszusuchen. So, das heißt, jetzt sollte OBS komplett funktionieren. Aha, jo, alles da. Okay, und das setzt jedes Mal die USB-Karte zurück. Das heißt, ich muss jedes Mal die Auflösung neu, den Bereich neu wählen. Naja, gut, ist ja. Ist wäre jetzt auch nicht so schlimm. Da ist alles andere definitiv schlimmer. So, jetzt sind wir mal gespannt. Wir haben jetzt 25% ungefähr. Aufnahme starten. Und jetzt explodiert es bestimmt, oder? Nee, geht eigentlich voll. Ja. Wow. Das nenne ich mal Headroom. Gut, dann machen wir mal beenden. Dann versuchen wir es mal doch mit 15 FPS. Einstellungen. Video. Ach, der hat natürlich auch keine 15. Kann ich hier ganzzahlig 15 übernehmen. Okay. So, HDMI-Capture-Eigenschaften. Gut, machen wir auf 20. Was soll's. Und bei der können wir zum Glück die 15 auswählen, genau. Okay. Jetzt ist die Grundauslastung schon wesentlich höher. Dafür ist aber das Bild viel reaktionsfreudiger. Also flüssiger, meine ich doch. So, wenn wir jetzt die Aufnahme starten. Ja, jetzt haben wir schon wesentlich weniger Reserve. Aber mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn wir jetzt mal das spielen. Spiele. Als ob ich hier kein Mindtest drauf habe. Sag mal. Was ist denn hier los, Amanda Kräum? Danke. So, das ist ein bisschen sehr groß. Einstellungen, alle Einstellungen. Grafik. Monitor. Na, was ist für, also, warum ist Numpad nicht aktiviert? Speichern. So, jetzt müssen wir das hier nur noch da oben irgendwie reinbekommen. Ungefähr so. Beziehungsweise, warte mal ganz kurz. Ich kann doch auch in OBS direkt sagen. Ah ne, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, dass er nicht den Bildschirm aufnimmt, sondern das Fenster. Aber dann wird er wieder über die Software gehen und nicht über die Capture-Karte. Das geht also leider nicht. Ah, das heißt, wir müssen wirklich. Jetzt muss man wirklich das Fenster mal so verschieben, dass es passt. Also ungefähr so. So, wenn wir mal spannend, noch haben wir ein bisschen Headroom übrig. Spiel beitreten. German, was haben wir denn also alles? Welcher Server ist gerade frei? Der Vanilla Server zum Beispiel. Dann gehen wir da mal on als Pi. Raspberry. Okay, ist zum Glück noch frei. Raspberry. Registrieren. Bester Benutzer ever. Und dafür die, die es nicht wissen, das sind die Standard-Anmeldedaten für jedes Raspberry Pi-Image, das du dir halt downloadest. Also, Raspbian OS-Image, das du dir downloadest. Und ja, natürlich würde man sowas normalerweise nicht als Anmeldedaten nutzen, weil jeder, der schon mal ein Raspberry Pi in der Hand hatte, kennt halt die Daten. Gut, ich würde mal sagen, keiner würde jetzt auf die Idee kommen, dass ein Benutzer auch das Passwort nimmt. I don't know.
So, bin mal gespannt, wie die Performance geht. Aber das Schöne ist ja, wir können jetzt hier im Raspberry Pi, das habe ich gerade zurück und vergessen, können wir jetzt hier auch noch unsere Auflösung, unsere Frame Rate limitieren. Wo war das? Maximale Bildwiederholrate 15 und während pausiert ist 15. So, gehen wir nochmal raus, sicherheitshalber, damit wir auch, dass das jetzt auch wirklich übernommen wird. Und jetzt läuft meinte. Ah ja, wir hatten ja jetzt sogar schon eine Welt. Wohl. Egal. Raspberry. Bin mal gespannt, wie das Spiel jetzt läuft. Oh ja. Oh, das ist natürlich. Da das schon echt sehr wenig. Codierung überlastet. Ziehen Sie es in Betracht, die Videoeinstellung zu verringern oder ein Ja, das ist natürlich. Gut, das heißt, mit 15 Bildern wird es dann wahrscheinlich doch nichts. Denn, also doch lieber R10. Der sieht zwar ganz schön gestockert aus, aber zumindest besser gestockert als diese Diashow gerade. Einstellungen. FPS. So, 10. Speichern. 10. Speichern. Aufnahmen beenden. Eigenschaften. 10. Dann auch noch wenigstens alle Frames überein. Da haben wir da keine komischen springenden Bilder, weil die Frames nicht übereinstimmen. Das hat dann also auch den Vorteil. Und wir haben wesentlich mehr Headroom für die eigentlichen Programme, die wir aufnehmen wollen. Video. Üblicher FPS-Wert 10 übernehmen. Okay. So. Aufnahme starten. Raspberry Pi starten. Und warum habe ich so lange das Passwort genommen? Das macht das Ganze irgendwie nicht viel besser. Aber wobei die Framerate fängt sich relativ schnell, aber wir haben trotzdem keine 10 Bilder pro Sekunde. Wahrscheinlich sind wirklich einfach zu viele Bewegungen im Bild hier mit diesen ganzen Dingern da. Was wir natürlich noch machen könnten im Hauptmenü, wenn wir das Filtering aktivieren. So. Dann haben wir ein etwas weicheres Bild. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche Bitraten überhaupt so üblich sind. Wir gehen mal mit der Bitrate etwas runter. So, Ausgabe. Dann machen wir mal 1025. So. Siehst du, konnte man nicht hier irgendwo auch die aktuelle Bitrate und so sehen? Wo war denn das? Ansicht. Statistiken. Gut, das ist aber immer noch bei 2500. Da muss ich OBS scheinbar erstmal beenden, damit er das übernimmt. So. Ne, das ist mein Test. Das hier brauchen wir.
Ach, und schon wieder müssen wir die Auflösung umschalten. So. Ansicht, Statistiken, Aufnahme starten. Und jetzt haben wir bloß noch, genau, jetzt hau ich jetzt die Bitrate hin. Oder auch nicht. Hey. Hat was nicht angepasst? Oder habe ich beim Falschen angepasst? Ausgabe. Oh ja, ich habe es beim Stream angepasst. Das ist natürlich super intelligent. So, macht das jetzt eigentlich direkt in on the fly oder eher nicht so? Ah doch, er macht direkt on the fly. Sehr cool, gut. Okay. Dann gucken wir mal, wie das... Warum habe ich dieses lange Passwort genommen? Ah, viele Rechte sind die Kante jetzt noch nicht. Wow. Aber wir haben, ja doch, bei der CPU, die CPU ist jetzt drastisch runter. Jetzt haben wir zumindest laut OBS konstante 10 Bilder pro Sekunde. Ja, so können wir doch schon was machen. Gut. Das heißt, da können wir also in der nächsten Folge tatsächlich mal gucken, ein bisschen zu spielen und dann zu schauen, wie das dann mit in der Aufnahme aussieht. Bis dann.